Carsten Kamlott ist der Kapitän. Keine große Sache. Vor Saisonbeginn kamen drei Mann in Frage. Laurito, Möwald und eben Kamlott, der sich längst wieder in die Herzen der Fans zurückgespielt hat. Der Rückkehrer also trägt die Binde. Dann schauen wir auf das Aufgebot von Walter Kogler. Und das können wir diesmal kurz halten. Fast so wie in der Vorwoche. Tyralla für Jud. Dann also Klevin, Chichos, Möckel, Laurito, Odak, Tyralla, Menz, Bukva, Möwald, Wiegel und vorne Carsten Kamlott. Erfurt in Ballbesitz, also von rechts nach links in diesen ersten 45 Minuten. Weiter Ball von Menz. Das ist Wiegel, der ist schnell und das macht er klasse. Bedient Carsten Kamlott und nach 4 Minuten steht es 1:0 für die Thüringer. Kalte Dusche für den FC Hansa Rostock, die sich hier viel vorgenommen hatten. Der Tabellen-19. Das ist nach dem Geschmack der Erfurter Fans. Vater dieses Tores Wiegel. Und dann kaum Mühe für den Torjäger, für Carsten Kamlott. Besonderes Spiel für den neuen Rostocker Trainer Carsten Baumann. Er war ja zwischen 2008 und 2009 hier in Erfurt tätig. Aber das hatte er sich ganz anders vorgestellt mit seiner Mannschaft. Wie der Wiegel, den bekommen sie überhaupt nicht in den Griff, die Rostocker. Großes Durcheinander in der Deckung der Norddeutschen. Stuff spielt für den gesperrten Ruprecht. Eckball Tyralla. Und dann steht es 2:0. Wieder Kamlott. Stockstarre bei den Hanseaten. 10. Minute. 2:0. Rot-Weiß Erfurt. Welch ein Auftakt für die Gastgeber. Auch Brinkies, der Torhüter des FC Hansa Rostock, sieht da nicht gut aus. Und dann verlässt sich der eine auf den anderen. Und dann sind sie alle verlassen. Schwere Zeiten für die Hansa-Kogge. Technisch besser die Erfurter. Sehr versiert, keine Abseitsposition. Wiegel! Noch einmal! Und dann scheitert er an Stuff. Großer Auftritt von Andreas Wiegel. Einst ja Leihgabe von Erzgebirge Aue. Jetzt eine feste Größe und er versteht sich immer besser mit Carsten Kamlott. Das machen diese ersten Minuten ganz, ganz deutlich. Aber wie geht es mit Hansa Rostock weiter? Euphorie auf den Rängen im Steigerwaldstadion. Bei nasskalten Temperaturen, hat den ganzen Tag geregnet hier in Erfurt. Also keine einfachen Bedingungen für die Kicker. Weidlich, der war ja auch mal in Erfurt. Und dann diese Fehler im Spielaufbau. Einladung für Rot-Weiß. Kamlott. Eine der vielen Möglichkeiten. Es hätte hier auch schon 3:0, vielleicht sogar 4:0 stehen können für die Gastgeber. Sie sind wieder eine Macht zu Hause. Der FC Hansa Rostock bekommt das ganz deutlich zu spüren. Der Mann des Spiels, bislang Carsten Kamlott. Ja, und auch Menz mit einer starken Leistung in der Defensive. Der Ex-Dresdner. Anpfiff zu den zweiten 45 Minuten. Was ist für Hansa Rostock noch möglich? Schwertfeger gegen Wiegel. Schwertfeger hatte schon die gelbe Karte. Schiedsrichter ist Robert Schröder. Und er greift in die Tasche. Das wird bitter für die Hanseaten. Gelb. Und dann ist das in der Summe gelb-rot. Eine harte Entscheidung, wie ich finde. Und es macht die Aufgabe für die Rostocker nicht einfacher. Fast 45 Minuten, also in Unterzahl. Und dann liegen sie 0:2 zurück. Für Wiegel geht es dann weiter. Walter Kogler, 47 Jahre ist er gestern geworden. Ist es das berühmte nachträgliche Geburtstagsgeschenk seiner Mannschaft? Die Rostocker. Mit dem besten Stürmer, mit Marcel Ziemer. 9 Tore hat er zustande gebracht, aber abgemeldet da vorne durch die Erfurter Deckung. Und fast eine Art Boykott der Fans. Immer mehr verlassen das Steigerwaldstadion. Jetzt Freistoß für die Erfurter. Da haben sie Menz und der liegt sehr gut. Der liegt ausgezeichnet, dieser Freistoß des Defensivmannes. Im Übrigen gebürtiger Magdeburger.
schaffte dann mit Union Berlin den Aufstieg in die zweite Liga. Deutliche, klare Überlegenheit für Erfurt. Weidlich mit einem Flugball. Und dann geht es schnell. Dann haben sie Platz, die Erfurter. Und sie nutzen dies auf engstem Raum. Tyralla, 3:0. Möwald, uneigennützig, bedient der Tyralla. Es wird eine Packung für den einst so ruhmreichen FC Hansa Rostock. Wie im Training machen sie das. Sie zelebrieren es regelrecht. 3:0 steht es jetzt schon für die Erfurter. Ist das Haltbarkeitsdatum der Kogge abgelaufen? Sie feiern im nächsten Jahr ihren 50. Geburtstag. Machen Sie das als Regionalligist? Krause, ehemals Carl Zeiss Jena. Starke, der steckt nie auf. Und Zimmer, ja. Der erste ernstzunehmende Angriff der Gäste. Zimmer mit seinem 10. Saisontreffer. Damit gehört er zu den Besten in der dritten Liga. Und Klevin, irgendwann muss er den Ball rausrücken. Laurito sieht hier nicht gut aus, aber das war auch zufällig. 3:1. Nach wie vor, so scheint es, keine Gefahr für Rot-Weiß Erfurt. Oder gibt es doch noch die große Aufholjagd der Rostocker unter dem neuen Trainer Carsten Baumann? Dem muss ja Angst und Bange werden. Viel, viel Arbeit. Jetzt aber Freistoß. Stefanovic, ein guter Techniker, ein herausragender Techniker. Aber ihm fehlt dann auch die Durchschlagskraft. Möwald mit sehr, sehr gutem Deckungsverhalten hier in der Mauer. Wirkt nach wie vor angespannt, trotz dieses 3:1, Walter Kogler, der Österreicher. Sie würden näher ranrücken, wenn sie hier 3 Punkte einfahren könnten. Wer zweifelt eigentlich daran? Technisch hervorragend. Sie lassen den Ball gut laufen. Auch darin klar und deutlich den Hanseaten überlegen. Und 4:1. Wiegel krönt sein herausragendes Spiel. Solch eine Möglichkeit lässt er sich nicht nehmen. Da kombinieren sie so lange, bis er frei ist. Schwer dafür Brinkis im Hansa-Gehäuse etwas zu machen. 4:1. Man muss sich große Sorgen um den FC Hansa Rostock machen, denn das ist auch der Endstand. Ich sag mal so, die ersten 10 Minuten waren definitiv die Minuten des Carsten Kammlott, oder? Die waren nicht schlecht, das stimmt. Nein, war wichtig, dass wir hier in Führung gehen. Wir wussten, dass Rostock, ja, wenn sie in Rückstand geraten, ja, die strotzt ja nicht vor Selbstvertrauen. Von der lief es perfekt die ersten 10 Minuten und dann haben wir es, glaube ich, ganz gut runtergespielt. Sie haben ganz schön getobt hier an der Seitenlinie. Jetzt haben Sie Ihre Mannschaft sozusagen das erste Mal auf dem Platz bei Ihrem ersten Spiel gesehen. Wird Ihnen jetzt Angst um Ihren neuen Job? Nein, Angst für mich nicht, aber es ist natürlich so, dass wenn man im Training sieht, dass sie vieles richtig machen und dass es dann am Samstag, wenn es dann ums Ganze geht, dass dann wieder Fehler passieren, die sie vorher im Training nicht machen, dann fühlt man sich doch ein bisschen machtlos draußen. Haben Sie schon eine Idee, was Sie vielleicht bis zur nächsten Woche noch ändern können oder fokussieren Sie sich schon eigentlich auf die Rückrunde dann im neuen Jahr? Nein, das wichtigste Spiel ist jetzt am nächsten Samstag zu Hause gegen Kiel und da müssen wir unbedingt punkten, das hilft nichts und da ist auch egal wie, die Punkte müssen her. Rot-Weiß Erfurt rückt näher an die Spitze heran. Jetzt geht's nach Stuttgart zum VfB. Ja, und was Hansa Rostock angeht, mein je, da muss man sich ganz, ganz große Sorgen machen. Tom, bitte.